Heute gibt es mediterrane Hähnchenbrust in Filets aus dem Ofen. Wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten lasse ich hier nur wieder durchlaufen. Alle Zutaten können natürlich wie immer und wie üblich unter diesem Video nachgelesen werden. Und dann geht's auch schon los. Die Mini-Paprika wird als erstes in Würfelchen geschnitten. Ab in eine Schüssel und erstmal beiseite stellen. Jetzt werden die Frühlingszwiebeln geschnitten und zwar in feine Röllchen. Jetzt eine Auflaufform mit etwas Butterschmalz einfetten. Aus den getrockneten Gewürzen, dem Knoblauchmus und dem Balsamico-Essig wird jetzt eine Marinade erstellt. Als nächstes werden in heißem Butterschmalz die Paprikawürfelchen angespitzt. Sie dürfen erstmal 5 Minuten allein spitzen, bevor dann die Frühlingszwiebeln solidarisch mitschwitzen. Paprika und Gemüsezwiebeln kommen dann als Gemüsebett in die eingefettete Auflaufform. Ich hatte noch 2 Cocktailtomaten übrig, die habe ich da mit reingemacht, weil wir ja nichts umkommen lassen. Da ich vor 3 Tagen mal wieder festkochende Kartoffeln eingekocht habe, konnte ich mir die Arbeit des Kartoffelschälens und Kochens sparen. In diesem Video hier oben zeige ich euch, wie ihr Kartoffeln richtig einkocht. Jetzt kommt auf das Gemüsebett gut ein halbes Glas von den Kartoffeln, das sind rund 200 Gramm. Die Hähnchenbrustinfilets werden jetzt mit der vorbereiteten Marinade vermengt. Wenn alles gut vermengt ist, kommen sie in die Auflaufform. Der Rest der Marinade in der Schüssel wird jetzt mit ca. 150 ml Wasser ausgespült und das Ganze kommt dann mit in die Auflaufform. Zum Schluss kommen oben auf noch die 40 Gramm Parmesankäse und dann kann das Ganze im Ofen gebacken werden. Ab in den Ofen bei 200 Grad Umluft für 35 Minuten. Wenn das Ganze fertig ist, sollte es ungefähr so aussehen. Jetzt noch anrichten und wer mag, kann als Topping auch noch einen Löffel Schmand obendrauf geben. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.